So, wir machen weiter mit der Waldrechtsgeschichte und gucken uns Thüringen an. In Thüringen dürfen wir erstmal betreten. Jupp. Dürfen wir auch Verjüngungsflächen betreten? Nö. Ist das schlimm? Auch nicht sonderlich, würde ich sagen. Dann dürfen wir Zeug sammeln, also sprich Pilze, Nüsschen, etc. Jupp, dürfen wir im üblichen Rahmen, also sprich ein kleines Körbchen voll, beziehungsweise ein Kilo und ein Handstrauch an Grünzeug, was wir halt da so entsprechend haben wollen. Dürfen wir Holz sammeln? Ja, das dürfen wir in Thüringen auch. Daumen nach oben für Thüringen. Und zwar im Staatswald, also quasi genau wie in Bayern fast, außer dass man in Bayern keine 60 cm und länger Säge verwenden darf. In Thüringen dürfte man auch eine 60 cm und länger Säge verwenden. Aber wichtig ist halt im Staatswald, sprich der, der dem Land Thüringen gehört. Und alles unter 10 cm oder was schon so verfault und vermodert ist, dass es eh keiner mehr haben möchte. Dann darf es auch beliebig dick sein. Aber ich weiß auch nicht, was man damit eigentlich anfangen sollte, wenn man es nehmen darf. Was soll man damit? Lasst sowas vielleicht aus Umweltschutzgründen lieber im Wald. Dann kann es schön vermodern und wird wieder zu neuem Waldboden sozusagen. Und die Natur freut sich, weil was will man damit? Kann man eh nicht verheizen. Thema Feuer. Nö, gar nicht. Außer die üblichen Verdächtigen, sprich Waldbesitzer, Jäger und so weiter. Thema Rauchen. Nein, darf man auch nicht. Außer die üblichen Verdächtigen, Waldbesitzer, Jäger und so weiter. Zelten darf man, wenn der Waldbesitzer sagt, dass man es darf. Das ist also vergleichsweise liberal. Liberaler geht es beim Zelten ja gar nicht. Schlafen darf man schon in der üblichen Grauzone. Ne? Also keine Besonderheiten, weder besonders legal, noch besonders illegal, absoluter Durchschnitt und wie in fast allen Bundesländern entsprechend. Und dann haben wir nur noch das Radfahren, dann sind wir bei Thüringen auch schon durch, ist zwar schön da und leckere Bratwürste haben sie auch, aber vom Waldrecht her erfreulich unspektakulär, das ist ja gut, dann gibt es schon keine negativen Überraschungen. Radfahren nur auf Wegen und Straßen und es wird nochmal explizit darauf hingewiesen, dass wenn man wirklich abseits von Wegen und Straßen Radfahren möchte, man den Waldbesitzer um Erlaubnis bitten muss. So, gilt insbesondere für Mountainbiker, steht da wirklich ausdrücklich so drin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war Thüringen. Viel Spaß bei der nächsten Bratwurst.